Yo, yo, herzlich willkommen Leute zu meinem ersten Let's Play Teil von Runes of Magic. Ja, ich hatte gestern schon einige Videos gemacht, sind aber Müll geworden. Deshalb drehe ich jetzt erst mein erstes Video. Ich bin aber schon bei 7, aber ich denke, das dürfte kein Problem sein. Ich kann euch das Prinzip ja trotzdem noch erklären. Zunächst nehmen wir jetzt erstmal die Musik und alles ein bisschen runter drehen. Das ist mir ein bisschen zu laut. So, wunderbar. Ja, das Kampfsystem gibt es bei meisten Spielen. Also, dass man hier nicht irgendwie mit mehreren Monstern kämpft, sondern nur mit einzelnen Monstern. Das System auch, ist das mit deiner Bekanntheit, dass ihr sie dann gleich wieder und hier gibt es 6 verschiedene Klassen und du kannst so viel mehr, was ich das jetzt mitbekommen habe. Ich habe Elfenon, bin Magier und ja, bin gerade dabei, diese Quest zu erledigen. Ich muss jetzt nur noch rausfinden, wo ich hin muss. Und, okay. Da muss ich hin. Nun gut. Von der Grafik her finde ich das Spiel ganz, also ganz okay. Schlecht ist es nicht, aber das kann auch wahrscheinlich daran liegen, dass das nicht so gut bei mir aussieht. Weil ich eine schlechte Grafikkarte habe, die ich mir natürlich neu kaufen muss, um mich auf den PC zu legen. Und ja, die Quests sind bisher ganz akzeptabel gewesen. Nichts extrem Schweres oder Unverständliches dabei. Man hat hier gute Drops eigentlich, wenn ich das als gute Drops empfinden kann. Viele Spiele habe ich leider bisher nicht gesehen. Das ist irgendwie ein bisschen schade. Aber ja, da gibt es nichts so extrem Schweres hier. Ganz einfach eigentlich. Das Fähigkeitssystem, das ist. Wo ist das? Ja. Also, wir hätten dann hier erstmal. Ja, das nervt mich nicht. Ja, weil ich gerade dabei war, ihn zu machen, bis du runtergerannt kamst. USB-Stick lad sie runter. Es geht nicht um USB-Stick, das ist nicht so eine Nachricht.